Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram. Lasst uns bei der Revi-Gang ganz schnell die 100k voll machen und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Ah, Mensch, Alter, ein neuer Tag in meiner Lieblingsschule. Ach Gott, der neue Pool sitzt. Sehr schön. Das 187-Gymnasium. Moment mal, was steht hier nochmal? Die besondere Schule für ganz besondere Schüler. Und das sind sie. Meine Schüler sind ganz besonders. Guten Morgen, Kinder. Halt die Fresse, Lehrer. Hey, Daniel, bitte beruhig dich. Ups. Hallo, Herr Lehrer. Hallo, ja? Können wir heute vielleicht nochmal extra länger Unterricht machen? Natürlich, ja, dann verpiss klar. Dich jetzt mal. Hey, hallo. Ah, Kinder, Mensch, ist das wieder schön hier zu sein. So, habt ihr denn alle eure Referate für heute vorbereitet? Herr Lehrer, warten Sie einen Moment. Ich ja, will noch ja. Was geben. Ja. Guck mal, ich habe Ihnen noch hier was mitgebracht, extra für Sie. Dankeschön, ein Hüpfball. Hey. Memo. Darf ich mal abschreiben? Memo, bitte beruhig dich, okay? Es wird hier nicht abgeschrieben. Herr Lehrer, will bei mir abschreiben. Hugo, Daniel, Hugo. Hugo, hör auf jetzt, okay? Ich heiße Hugo, wieso vergisst du mal meinen Namen? Hugo, bitte, okay? Lass gut sein, Hugo, lass gut sein. So, Lisa, magst du vielleicht anfangen mit dem Referat? Dann geh mal nach vorne und halt mal das Referat, was ich dir aufgetragen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es gewesen ist. Ich war am Wochenende sehr viel am Dancen. Na, ist ja auch egal. Lisa? Was? Ja? Bitte? Okay, heute... Memo, was war das? Das war Hugo. Hugo! Also bitte, meine Stimme kann man nicht verwenden. Herr Lehrer, ja. Ich hab's genau gehört, es war Memo. Memo! Boah, Streber, nach der Schule kriegst du auf die Fresse, hast du gehört? Ja, er kriegt so auf die Fresse nach der Schule. Herr Lehrer, die wollen mich schlagen nach der Schule. Digga, haben wir gar nicht gesagt. Hör auf jetzt, Hugo! Okay, Lisa, bitte trag dein Referat vor. Okay, also heute reden wir über das Thema Beschneidung! Lisa, ich glaube nicht, dass das Thema war. Ich glaube, das Thema war Algorithmen in der modernen Informatik, Lisa. Ach, wir reden über Analysis. Nein, Lisa, es geht um... Oh, nein, oh, Kinder, ganz kurz, darf ich euch jemanden vorstellen? Das ist unser neuer Hausmeister. Ja, geh mal raus, ja. Wände streichen. Der kümmert sich hier um die Wände. Ich hab Angst. Dann lassen Sie uns doch hier in Ruhe unterrichten. Die Wände hier sind alle gut, okay? Er ist gut, auch ein super. Besonderer Hausmeister. Ja, es ist eine ganz besondere Schule. Hast du Herr Lehrer. Ja, bitte. Ist der Hausmeister pädophil? Nein, ist er nicht. Nein. Hugo, geh bitte nach vorne und mach deinen Vortrag. Danke, Lisa, das war gut. Das war eine 2. Also, mein Referat geht heute darum, dass Lisa die Geilste in der Klasse ist. Okay. Oh, hallo. Weil Lisa ist das einzige Mädchen, das wir haben. Okay, die gehört mir, Alter. Hey, danke. Memo, bitte. Wir sind ganz weit weg jetzt. Memo, ist viel zu braun für Sie. Hört bitte auf, euch zu schlagen oder jetzt hier zu streiten, okay? Ihr wisst doch alle, dass Lisa dem Hausmeister... Herr Lehrer, was macht der Hausmeister da? Herr Hausmeister, Mann, jetzt hau ab, Alter, weg mit dir. Der Hausmeister ist am Spannen. Ja, ich kümmere mich darum, keine Sorge. Also, Hugo, war es das mit deinem Referat? Das war's, ja, ich stehe auf Lisa. Okay, gut. Max, gehst du vielleicht kurz nach vorne und zeigst mal den anderen, wie das richtig geht? Okay. Max, machst du das Referat Digga, der Streber wieder, Mann. Über ein Thema deiner Wahl, ja? Bitte. Okay, also mein Thema der Wahl ist, warum Lehrer Revi der Beste ist. Ah, oh, Max, Mensch, du schmeichelst mir. Memo, hör auf! Nein. Oh, darf ich dir das töten? Nein, Memo, setz dich hin. Memo, setz dich. So, bitte, Max, fang ruhig an. Hey, wo ist Lisa hin? Hey, Lisa? Jungs, bitte. Lisa? Lisa ist bestimmt nur kurz auf Toilette. Bitte, Max, fang mit deinem Referat jetzt an. Ich möchte hier Leistungen sehen. Hey, ich will auch auf Klo. Nein, darfst du nicht, das hält dir rund. Max, bitte fang an. Also, Lehrer Revi ist der Beste, weil er immer gut auf uns aufpasst und uns viele gute Sachen beibringt. Ja, das war sehr gut, das war sehr gut. Digga, lass ihn boxen gleich. Hallo, Kinder, bitte. Hugo, Memo, es reicht jetzt, okay? Max, komm dir bitte mit. Es ist Zeit, dass wir in den Kunstraum gehen und alle etwas Kleines auf den Tisch malen. Nehmt euch mal bitte alle einen Platz und dann setzt euch mal alle hin und malt etwas. Ah, hier ist das fehlende Puzzlestück, was ich gesucht hatte. Max, bitte, lass dich nicht von den anderen Kindern mobben, okay? Ja. So, Mehmet, was hast du denn bis dato gemacht? Zeig doch mal her, was du hier gemalt hast. Das ist ein Gemälde, aber mein Hund hat bisschen gegessen. Mehmet, das ist das Gemälde, was hier auf jedem Tisch ausliegt. Das ist in den Tisch eingearbeitet. Guck mal, zum Beispiel Max. Wow, Max. Eine Anubis. Wahnsinn. Hallo. Gut, okay. Schmocki, was hast du da? Schmocki, was ist denn das? Das ist meine Haustür. Schmocki, was ist das? Ein Gullideckel. Hugo, Daniel, können wir uns jetzt einmal ganz kurz darauf einigen, Herr wie Lehrer, du heißt? Lehrer, ich heiße Hugo. Memo ist aufs Klo gegangen. Ja, das passt schon. Memo muss sicherlich auf Toilette. Dann ganz kurz, hier vorne hat er... Oh, er hat die Toilettenrollen hier vorne vergessen, der Idiot. Memo, hier sind noch... Ich bringe sie ihm später einfach. Interpretier noch mal ganz kurz dein Bild. Was hast du da genau gemalt? Das ist ein Gullideckel. So sieht's bei mir zu Hause aus. Hugo, ich glaube nicht, dass du in einer Kanalisation wohnst. Doch. Ja, können Sie mal schauen, was ich gemalt habe? Ja, klar, natürlich. Können Sie mal schauen? Ich geh mal ganz kurz schauen hier. Wow, schau mal, Hugo. Das ist doch mal ein Gemälde, oder? Guck mal. Das Max, schimmert golden. Das sieht doch viel schöner aus als Max, du pisst mich an! Hugo, immer musst du bitte, was denn? Ja, was denn?
Raus jetzt hier aus dem Klassenzimmer! Hallo? Verlassen Sie Hallo. Das Klassenzimmer! Raus! Freilich. Raus! Nein, es wird... Mann, jetzt ab dafür, aber ganz schnell. Gut, Kinder, wir gehen nochmal rüber an den Pool. Ein bisschen Sportunterricht hier an. Die anderen Kinder sind alle auf Toilette. Die Lisa und der Mehmet. Und wir gehen nochmal ganz kurz hier vorne ein bisschen Sport machen, okay, Kinder? Zieht euch bitte ganz kurz in... Geht ihr mal bitte beide hier vorne... Kinder, in die Umkleiden bitte. Max kann kein Sport, der kann nur Mathe. Hör auf, Hugo, jetzt. Bitte jeweils in eine getrennte Umkleide. Ich gehe mir ganz kurz hier vorne beim Essenswagen etwas zu essen holen. So, dann wird es jetzt erstmal Zeit für eine Wurst. Ach, hallo? Ach, der Scheißladen hat wieder zu, Gottes Willen. Ach, Mann, das kann doch nicht, weil ich habe so einen Hunger. Ich habe Zeit für Mittag, Mann. Ich, ist ja auch egal. Okay, gut, dann gehe ich halt zu den Kindern rüber und kümmere mich halt um die Kinder. Gut, Kinder, seid ihr alle fertig? Könnt ihr rauskommen? Max, kommst du bitte auch raus? Max, so, und der liebe Hugo... Max, wo ist Hugo? Ich weiß nicht, er ist hier reingegangen. Ach Gott, wir sind bestimmt wieder am Blaumachen, die Kinder. Naja, gut, egal. Wir haben heute unseren Ausflug in den Wald, Hugo, das weißt du, ne? Die anderen Kinder kriegen wieder alle eine 6. Aber ich möchte erstmal, dass du mir ganz kurz zeigst, was du beim Turmspringen so gelernt hast. Okay. Komm wieder. Hugo, hier hoch. Mehmet, warst du das gerade? Also, Max, du musst hier oben auf, hier oben drauf, da. Ich trau mich nicht, da oben runter zu springen. Komm, wir machen das zusammen. Wie Lehrer, wie Vater und ich. Max, du bist mein absoluter Lieblingsschüler. Komm, komm hier hoch, komm. So, und dann springen wir zusammen. Und dann gehen wir in den Wald und machen dort unsere Expedition, okay? Okay. Okay, pass auf. Ich zeig dir mal einen kleinen Trick. Also, guck mal, das hier mache ich, wenn alle Kinder eine 6 bekommen, außer du, Max. Weil du bist tatsächlich der beste Schüler, den es gibt, okay? Achtung! Wow, hast du das gesehen? Ein Rückwärtssalto. Und jetzt bist du dann, Max. Komm, das schaffst du doch. Ich würde ganz gerne noch erstmal den Winkel ausberechnen, indem ich hier runterspringe. Max, bitte komm jetzt runter, sonst muss ich dir wieder eine 6 geben in Sport, okay? Es macht immer deinen Notentipp kaputt. Komm jetzt runter, Max, und danach geht's in den Wald Pilze sammeln. Komm. Ja, aber Sie müssen auch an die Erdanziehungskraft denken. Max, ja, ich bin mir dessen bewusst. Komm bitte runter, da ist Wasser, das tut dir nichts. Mein Körpergewicht mal die Erdanziehungskraft. Max, bitte. Max, komm jetzt da runter, Mann! Okay, sehr gut, Max. Siehst du, dir ist nicht gebrochen. Max, hör doch bitte auf. Wir wissen beide, dass diese knöchigen Beine einiges aushalten, du süßer kleiner Aff. Gut, Max, dann gehen wir jetzt in den Wald und sammeln die Pilze dort, okay? Und warte mal, ganz kurz mal schauen. Die anderen Kinder. Hallo? Lisa? Oh Gott, hier ist wieder jedes Klo vollgeschissen. Max, ich glaube, das wird eine extra Zahnputzstunde für dich. Da musst du wieder Toiletten sauber machen. Für Sie aber mach das machst ich das du gerne, Herr Lehrer. Das wusste ich doch. Okay, warte mal. Ist hier vielleicht jemand? Kinder, hallo? Max, machen die blau? Kann das sein? Anderen Kinder haben mir verboten, ihnen was zu verpetzen. Max, bitte erzähl mir, was weißt du? Wo sind die anderen Kinder? Du kannst... Guck mal, die wissen das doch gar nicht. Außerdem, Max, ich hab hier was für dich. Guck mal, wenn du irgendwann mal dich bei den anderen Kindern rächen möchtest, hier, C4 für dich, hä? Siehst du? Nein, darf ich aber nicht benutzen. Warum? Mein Vater hat mir verboten, C4 zu benutzen. Ich darf das nicht machen. Guck mal, Max, da passiert doch gar nichts. Siehst du? Alles super. Also, Max, bitte, wo sind die anderen Kinder? Ich glaube, die sind hinten im Wald. Warum sind die denn schon alleine vorgegangen, Max? Ich weiß es nicht. Okay, gut, dann suchen wir sie. Okay, alles gut, okay. Kinder! Kinder! Ich fühle mich echt dumm, dass ich immer mit einer Schrotflinte hier rumlaufen muss. Hier wohnt irgendwo der Hausmeister. Wir sollten vorsichtig sein. Der Typ ist extrem seltsam. Oh mein Gott, da fliegt Dynamit aus dem Haus. Warte mal, Max. Wir sollten ganz kurz mal da hochgehen. Vielleicht sind die anderen Kinder ja in irgendwie. Vielleicht hat der Hausmeister sie gesehen, okay? Kinder? Hallo! Hallo! Herr Hausmeister? Ja? Moment, das war doch Mehmet. Das war. Ist Mehmet gerade bei Ihnen in der Wohnung? Bei mir ist keiner. Ich habe gerade Hugo gehört. Nein! Okay, wir gehen zurück. Herr Hausmeister! Oh mein Gott! Okay! Der Hausmeister hat die anderen Schüler entführt. Okay, Max. Warte. Okay, Moment. Baby, warte. Hugo, ganz kurz. Ja, ja? Attacke! Max! Vorsichtig! Okay, nicht schießen, Herr Hausmeister! Nicht auf die Schule! Herr Hausmeister, bitte! Herr Hausmeister, bitte! Das geht wirklich. Herr Hausmeister! Hugo versucht irgendwie durch den Hinterausgang. Okay, warte, ich versuch mal. Raus jetzt da! Oh Gott, okay. Nein. Oh Gott. Nein, er wird doch. Oh mein Gott, okay. Max, pass auf, kannst du mit einer Waffe umgehen? Ja! Max, vorsichtig, der wirft eine Granate! Max, kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich denke ja. Okay, Max, hier ist die Waffe. Wir müssen jetzt da reingehen und den Hausmeister töten, aber oh mein Gott, wir müssen jetzt. Okay, warte mal, gut, dass ich damals Frischbau gelernt habe. Okay, oh mein Gott. Max, ja, was denn? Ich habe eine Idee. Okay. Lass uns mit dem Dynamit oder mit dem C4, das sie mir geschenkt haben, das Dach wegspringen und durchs Dach reingehen. Okay, aber ganz leise, okay? Herr Hausmeister, wir gehen weg. Wir sind gar nicht mehr hier. Okay, gut. Vorsichtig, Max, vorsichtig. Ach, der Idiot hat hier oben ein Kanu hingestellt. Okay, mach auf den Namen. Auf. Okay. Und jetzt reinstürmen. Okay. Warte. Vorsichtig. Er hat noch nichts mitbekommen. Okay. Vorsichtig. Oh mein Gott, okay, Zugriff. Hey, Hausmeister, lass die Kinder los. Hausmeister. Oh, Gottes Willen. Da ist die Dynamit.
pass auf! 3 Wochen später. Ja, Kinder, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der Hausmeister war ein wenig schwierig. Den haben wir tatsächlich entlassen. Ihr müsst auch keine Sorgen haben. Der wird auf jeden Fall nicht allzu schnell wiederkommen. Ich muss euch trotzdem allen noch eine Note geben. Memo, ich fange ganz kurz. Ah, tut mir leid, Memo, ich hab... Oh, du bist so eklig, ey. Hör, Memo, nimm das zurück. Memo, ich fange kurz mit dir an. Also, du hast in Mathe eine 6. Ich bin Hugo. Wann verstehst du's? Gut, ist ja auch egal. Hugo, du hast eine 4 in Mathe, das ist schon mal ganz gut. Du hast dir wirklich Mühe gegeben. Hugo, eine 4, du hast vorhin eine 6. Kinder, das war nur ein Vogel, keine Ahnung, ein Specht oder sowas. Memo, du hast eine 6 in Mathe. Nein, A plus. Lisa? Ja? Du hast sehr schöne Brüste und deshalb kriegst du eine 2. Hugo, du hast eine 4 in Mathe. Ja, und du, Max, du hast natürlich die 1 verdient in Mathe, weil du hast dir wirklich Mühe gegeben, dass dir tatsächlich... Hey, so ein du hast, Schleimer, ne? Hey, Hugo, bitte. Lisa, Max, ich wollte noch deine Handynummer nachgefragt haben, weil ich dich extrem süß finde. Lisa, das ist der Hausmeister! Das ist der Hausmeister! Nein! Oh Gott, Max, wenn ich dich nicht hätte, Alter. Ach Gott, Max, ich liebe dich wirklich über alles. Ah!